So, wunderbar. Dann lass uns ins Thema reinstechen. Wir haben ja das letzte Mal, als wir zusammengekommen sind im Bibel-Workshop, haben wir über die Auferstehung geredet, oder? Über die Doktrin oder über die Lehre von der Auferstehung. Und dort haben wir auch verschiedene Sachen, haben wir ja, angezeigt, wenn, was, wie. Und dass das eben auch eine Lehre ist, wo man sieht, wie es im Alten Testament Toten auferstehen, wie es im Neuen Testament Tote auferstehen und wie das uns auch immer wieder eine Hoffnung gibt für uns selber, eine Erwartung, dass auch wir, wenn wir sterben werden, dass wir werden in einem neuen Leben auferstehen. Und ich habe gerade gefunden, dass auch das Thema Erdbestattung oder Kremation ein gutes Thema ist, wo man eigentlich könnte Auferstehung oder mit der Auferstehung auch zusammen verbinden. Darum habe ich gedacht, machen wir doch das gerade und tun doch die das Thema so anschauen. Und ich werde eigentlich mit euch zurückgehen zum 1. Korintherbrief im Kapitel 15 und dort unsere Stelle lesen, wo es um Auferstehung geht. 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und ja, wenn ihr eine Bibel wollt, dann ruft den Walter noch, dann kann er euch noch eine zuheben. 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und da werden wir vom Vers 42 lesen, 42 bis 44 und die Verse 50 und 53. Wir können natürlich dort den ganzen Abschnitt wieder lesen, vom Vers 35 her, wo es um die Auferstehung von den Toten geht. Aber lasst uns einfach da einen Ausschnitt daraus lesen. Da geht es ja auch darum, dass der Paulus ganz konkret zu den Korinther reden tut und ihnen schreiben tut und ihnen eben auch aufzeigt, was wird passieren mit denen, die sterben, was ist mit denen passiert, was wird mit denen passieren, die noch werden sterben und so weiter. Weil dort verschiedene Gerüchte umgegangen sind und wir haben das ja auch ein bisschen angeschaut, dass auch verschiedene Lehren umgegangen sind, sei das vom Gnostizismus und auch Griechen, die ja in erster Linie eigentlich an ein Menschenbild geglaubt haben von Seele und Körper und dass die Seele gut ist und der Körper ist schlecht. Und von dieser Seite her ist nachher für Griechisch ist auch das Ableben nichts Schlimmes gewesen. Sterben ist nichts Schlimmes gewesen, sondern es ist höchstens Ablegen gewesen von dem bösen Fleisch. Und sie haben nicht irgendeine Lehre gehabt oder nicht geglaubt, dass der Mensch Geist, Seele und Leib ist und dass er auch im Geist wiedergeboren muss werden, dass auch die Seele ewig leben tut, aber dass auch der Leib schlussendlich wird einen neuen Körper bekommen. Das ist ja das gewesen, was wir ein bisschen angeschaut haben als letztes Mal, dass es eben, dass wir nicht nur Geist, nicht nur Seele und Körper sind und dass, wenn der Körper stirbt, dass das eben nicht nur einfach dann vorbei ist. In dem Sinn auch für den Körper nicht, oder? Sondern dass es eben eine Auferstehung gibt. Und lass uns da im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, im Vers 42 bis, was habe ich gesagt, 44 lesen, wo es heißt: So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre. Jetzt habe ich den Faden verloren. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit, es wird gesät in Unehre, es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, und bemerke das, es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Also das auch etwas Wichtiges ist zum Verstehen. Der Leib mit dem Ableben, der Leib mit dem Sterben ist nicht einfach etwas, wo es nichts sich formieren tut, sondern wie das eben Gnostiker und wie das in verschiedenen Religionen das also erklärt wird, sondern der Leib, der wird schlussendlich weiterleben. Es wird ein natürlicher Leib wird gesagt, das ist nicht genau der gleiche Leib, sondern es wird eben ein Leib, wird auferwecken, wird auferstehen, wo
wo in Ewigkeit wird leben. Ein geistlicher Leib, den wir dann werden bekommen. Und dann heisst es in den Versen 50 und bis oder 50 und 53, Vers 50, dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht in Unvergänglichkeit erbt. Vers 53, denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Und natürlich ist es vielleicht manchmal noch gut, wenn man einfach im Rückblick vielleicht mal die Verse 35 bis 53 noch einmal lesen im Zusammenhang mit dem ganzen Thema. Und heute wollen wir ja ein bisschen weit anschauen, Erdbestattung, Kremation, was sagt die Bibel da dazu, was ist richtig, was ist nicht richtig oder wie soll man sich da verhalten. Und da gibt es sicher verschiedene Sachen, wo als Wort Gottes hat relativ viel auch darüber zu sagen, in verschiedenen Hinsichten, auch das Thema von Begräbnis oder von Grab oder Gruft oder wo die Leute in die Höhle gelegt worden sind, da gibt es hunderte von Stellen, wo das vorhanden ist. Vielleicht noch einfach für mich etwas Wichtiges zum Vorausschicken, lass uns auch ein bisschen noch ein bisschen die kulturelle Sache auch anschauen. Nicht nur von jetzt, sondern eben wie Kremation auch entstanden ist oder was Kremation zum Beispiel ein bisschen nach vorne getrieben hat, was Ursachen gewesen sind und so weiter. Aber lass uns auch verstehen. Und ich glaube, das ist für mich auch wichtig, das insbesondere wichtig, weil das auch immer wieder Fragen können sein, wo gewisse Leute sehr dogmatisch vorgehen und nein, du darfst nur das, nein, du darfst nur das. Also das Schwarz-Weiß-Denken, dass wir das ein Stück weit auch ein bisschen verlassen müssen. Und dass wir sicher auch verstehen, dass die Frage, ob wir uns selber oder andere Leute sich erbestatten oder kremieren lassen, dass das schlussendlich nicht die Frage ist, die heilsnotwendig ist. Ich glaube, das verstehen wir. Aber das ist immer wieder wichtig, auch in der ganzen Betrachtung können zu sehen, dass die Priorität vor dieser Frage ist nicht dermassen wichtig. Es ist viel mehr prioritär, die Frage, was vor dem Tod passiert, nicht nach dem Tod. Sondern die Entscheidung, die der Mensch trifft vor dem Tod, insbesondere mit Gott zusammen, will er mit Gott leben oder nicht, will er das ewige Leben in Anspruch nehmen, Sündenvergebung in Anspruch nehmen. Das ist viel die zentralere Frage als die Frage, was passiert nach dem Tod. Oder ist die Kremation falsch oder ist Erbbestattung falsch oder ist beides richtig oder ist beides falsch. Also, dass wir da auch verstehen, dass wir da nicht irgendwie auf ein Ding rausgehen, oder ich werde euch auch nicht eine Antwort geben in dem Sinn, dass ich sage, das ist absolut richtig und das ist absolut falsch, sondern ihr bekommt von mir verschiedene Schriftstellen, wo ich glaube, dass die gewisse Sachen unterstützen und auch eine Tendenz, die sich sicher abzeigen tut, was die Bibel eigentlich davon, oder wie die Bibel das Ganze beleuchtet tut in dem Sinn. Die Erdbestattung ist eine Beisetzung vom Leichnam in einem Erdgrab, also eben in der Erde. Darum wird sie auch Erdbestattung bezeichnet. Normalerweise wird das mit einem Sarg gemacht. In der Schweiz ist es gar nicht anders möglich. Das ist Vorschrift, dass man ein Leich muss, oder ja, der Leichnam muss im Sarg begraben werden. Auch wenn jemand kremiert wird, ist es eine Vorschrift, dass der Leichnam muss in einem Sarg bestattet oder in die Kremation muss kommen. Und das ist natürlich auch die Erdbestattung hat Bedeutung, dass die organischen Verbindungen vom Leib, die einfachen chemischen Elemente in das Sinne wieder zersetzt wird. Oder? Und wir sehen das auch ein Stück weit auch in diesen Texten, dass, was auch heisst, wo wir auch können sonst noch nachlesen können, das, was heisst, Erde zu Erde, Staub zu Staub, oder? Wo man kann ein bisschen Tendenz raussehen, dass die Bibel eher davon ausgeht, allweg, dass eine Erdbestattung
der richtige Weg ist und dass die Verbrennung nicht unbedingt der richtige Weg ist. Aber wie gesagt, man kann, es gibt Leute, die gehen sehr dogmatisch mit dem vor, die sind sehr strikt und die sagen, wenn das fast ein Todsünde ist, wenn man sagt, oder das andere würde oder würde eben nicht machen und so weiter. Kremation ist natürlich, man sagt dem Kremation, man sagt dem auch Feuerbestattung. Oder früher, ganz früher, hat man dem Leichenverbrennung gesagt. Und man ist eigentlich von dem ursprünglichen Wort von Leichenverbrennung ist man weggekommen und ist ein bisschen zu einem weniger dramatischen Wort gekommen, eben von Kremation oder von Feuerbestattung. Aber eigentlich ist das ursprüngliche Wort ist von der Verbrennung, ist auch vom Cremare, vom Verbrennen, ist eigentlich da dreht davon. Und ja, dass es von dem lateinischen Wort her auch kommt, Kremation, Cremare. Also eine Verbrennung der Leiche. Und schlussendlich einfach die Asche, die dann beigesetzt wird, normalerweise in einer Urne. Und normalerweise ist auch das immer wieder passiert, dass man eine Urne auch entweder in einem Urnengrab oder in einem Gemeinschaftsgrab dann kann beisetzen. In der neueren Zeit, mit dem Aufkommen von neuheidnischen Gedankengut, beobachten wir das immer wieder, auch dass auch die Asche vermehrt außerhalb vom Friedhof beigesetzt wird. Und das ist in der Schweiz ist das möglich. Es ist nicht eine Pflicht, dass man muss im Friedhof die Asche beisetzen. Das ist in der Schweiz ist das möglich. In anderen Ländern weiß ich das nicht, wie weit das überhaupt möglich ist. Aber so passiert es, dass halt auch Asche zum Teil im Wald verstreut wird, dass sie in Gewässer verstreut wird, dass sie am Fuß von einem Berg, wo jemand geliebt hat, verstreut ist. Wir haben eigentlich haben wir eine Urnenbestattung auch irgendwann im Wald oben gemacht, wo wir was geheissen hat, da von dem Punkt aus kann er nachher an den Berg hochsehen. Oder? Das war der Wunsch gewesen von ihm als Hinterbliebenen. Und wir haben das so respektiert und haben das nachher so gemacht. Aber wie gesagt, das ist auch erst eher in der Neuzeit eigentlich aufgekommen, dass man das macht. Früher, auch wenn jemand kremiert worden ist, ist er auf dem Friedhof bestattet worden. Ist auch die Urne, ist dort entweder in einem Urnengrab oder in einem Gemeinschaftsgrab zur Ruhe kommen, in dem Sinn. In Frankreich gibt es sogar die Möglichkeit von Ballonbestattungen, also dass man die Urne von einem Heißluftballon nach einer Tasche lässt, in die Luft verstreuen. Da gibt es die verrücktesten Ideen und Machenschaften, wo die Leute draufkommen und wo man könnte machen. Es gibt auch die Möglichkeit, das gibt es auch schon, oder ist ganz verrückt, dass man Raketen nimmt und sie so Taschen los wird in dem Sinn. Oder es gibt auch die Möglichkeit, scheinbar, dass man auch aus dem zurückgebliebenen Kohlenstoff, der aus der Asche gewonnen wird, dass man einen Diamant macht. Und mit dem Diamant irgendwie als Ring oder weiß ich nicht wo, als Schmuckstück an sich kann tragen. Also die verrücktesten Ideen gibt es nachher auch aus dieser ganzen Kremationsgeschichte raus, wo bei der Erdbestattung relativ einfach ist. Dort wird jemand im Sarg bestattet, in einem Grab und damit hat sich's. Lass uns ein paar Sachen anschauen, was die Bibel auch sagt über Bestattung allgemein und vielleicht auch 1. Mose, zum Beispiel Kapitel 23, wo wir sehen, wie der Abraham, was er gemacht hat und was ihm wichtig war. Und der Abraham ist ja auch aus einem völlig anderen Konzept herausgekommen, aus einer völlig anderen Kultur herausgekommen. Und vielleicht auch sogar auch eine ganz andere Zeremonie, wie sie mit den Toten, wie sie die bestattet haben. Und ich weiß nicht, vielleicht mögt ihr euch auch noch erinnern, ich habe noch so Winnetou-Filme geschaut. Und in diesen Winnetou-Filmen bei den Indianern gibt es ja auch
die Feuerbestattung, oder, wo der Häuptling oder wo die Verstorbenen dann auch an einem Feuer oder auf einem Scheiterhaufen nachher verbrannt werden. Natürlich sehen wir das auch im ganzen Hinduismus Sinne. Dort werden alle Leichen werden verbrannt. Die Asche wird nachher im heiligen Fluss Ganges nachher geschüttet. Aber da im ersten Buch Mose, Kapitel 23, da sehen wir auch den Tod von der Sarah und das Begräbnis auch. Und also da haben wir auch einfach der Abraham hat dort eine Höhle gekauft gehabt, und hat nachher hat seine Frau Sarah begraben. Ist im 19. Und danach begrab Abraham ja seine Frau Sarah in der Höhle des Feldes Machpela gegenüber von Mamre, das ist Hebron im Lande Kanaan. Also er hat dort auch die Höhle oder das Feld mit der Höhle drauf hat er erworben gehabt und hat dort seine Frau Sarah begraben gehabt. Und hat auch sich selber ist davon anzunehmen, dass nachher er auch in dieser Höhle begraben worden ist, weil das ja oftmals so Tradition war, dass man nachher die ganze Familie im gleichen Grab nachher begraben hat. Von Mose wissen wir, er ist ja gestorben, als er auf den Berg gegangen ist, aber auch dort heisst, dass Gott selber ihn begraben hat. Im 5. Buch Mose, im Kapitel 34, kann man das nachlesen, dass Gott selber und Gott ihn nicht kremiert hat in dem Sinn, könnte man sagen, oder? 5. Mose. Buch Mose, Kapitel 34, und das sind die Verse 5 und 6, was heißt: Und er begrub ihn im Tal im Land Moab, Bet Peor gegenüber, und niemand kennt sein Grab bis auf diesen Tag. Mose aber war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht trübe geworden und seine Frische nicht geschwunden. Also das ist eben Gott. Gott hat ihn selber begraben, hat den Moses selber begraben, an dem Tal. Und da sehen wir auch, dass Gott selber ein Begräbnis gemacht hat. Er hat nicht eine Feuerbestattung gemacht. Und jetzt nicht um das eine gegen das andere gegenüber auszuspielen, überhaupt nicht. Aber einfach zum sehen, wie die Bibel damit umgegangen ist. Und natürlich kann man sagen, ja, damals haben sie gar nicht die großartigen Anlagen zur Kremation gehabt, wie wir sie heute haben. Und das stimmt, das ist wahr. Wobei, also ist, eben andere Kulturen haben ihre Toten haben sie verbrannt gehabt. Von Jesus selber wissen wir ja auch, als er gestorben ist, das Erste, was sie gemacht haben, ist auch, dass sie ein Grab gekauft haben, dass der Josef Arimathea ein Grab gekauft hat. Man kann das im Johannes 19 nachlesen. Und dass er dort dann auch begraben worden ist, einbalsamiert worden ist, oder vorgängig einbalsamiert worden ist und nachher begraben worden ist. Und sie nachher neu wollen, ganz frisch neu oder komplett einbalsamieren. Sie balsamieren ist auch etwas, was in unserer Kultur nicht gängig ist, was man bei uns nicht macht, aber es ist auch etwas, was absolut gängig ist in der amerikanischen Kultur. Das wird dort, ist das fast Standard, dass Leichen einbalsamiert werden. Und was auch Standard ist in Amerika, dass sie nicht in einem Holzsarg begraben werden, sondern in einem Metallsarg. Aber ich weiß auch nicht, was die Vorschriften sind, ob das einfach aus Wasser, Grundwasser, hygienische, technische Sachen, dass es so ist, dass die in Särg müssen, begraben werden. Und dort ist es auch so, dass in Amerika werden die Friedhöfe werden nicht irgendwie aufgebrochen oder erneuert, so wie man das bei uns zum Teil macht, weil man einfach schlichtweg Platzgründe haben, Platz oder Platzmangel haben, nicht genug Platz haben für noch mehr Friedhöfe oder Ausweitungen. Darum tut man
Gräber tut man auch wieder erneuern. Genau. Und was man vielfach dort dann auch macht, ist, dass nachher auch die Gebeine, wo noch Gebeine rum ist, dass das nachher kremiert wird. Genau. Also, Jesus ist auch begraben worden. Und lass uns vielleicht noch eine Stelle lesen im ersten Buch Mose, im Kapitel 3, der Vers 19. Und von dem her wird sicher auch enorm viel auch abgeleitet. Das ist ja unter anderem, was Gott zu Adam und Eva sagt, dem, was er ihnen den Fluch eröffnet, warum, was sie gesündigt hat und was über sie wird kommen. Und da heißt es im Vers 19, 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 19, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Oder da heißt es auch, das Zurückkehren zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, den Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Ja? Ja, es ist vielleicht nicht eindeutig, aber es heisst, vom Erdboden bist du genommen worden. Also Gott hat den Mensch geformt aus dem Staub, aus der Substanz von der Erde und hat ihm den Ruach, den Geist Gottes, eingehaucht. Und er sagt, zum Erdboden wirst du zurückkehren. Und von dort her können wir sicher sehen, was auch die Absicht war von Gott. Von Erde bist du gekommen, zur Erde sollst du zurückkehren. Oder es gibt auch andere Schriftstellen, zum Beispiel im Prediger Kapitel 12. Das sind ja Schriftstellen, die man oftmals an einer Beerdigung brauchen tut. Prediger Kapitel 12. Da heißt es im Vers 7. Und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wird er gewesen, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Der Staub kehrt zur Erde zurück. Also auch da sehen wir, dass der Mensch oder die Verwesung schlussendlich zur Erde zurückkehren wird. Und das sind sicher unter anderem Schriftstellen, wo man sicher ein Stück weit ableiten tut, dass eine Erdbestattung offensichtlich auch eine christliche oder eine biblische gegründete Bestattung ist. Und nicht in erster Linie die Verbrennung von einer Leiche. Warum nicht? Das kann man sich sicher fragen, oder was macht das für einen Unterschied? Und natürlich, wiederum, müssen wir verstehen, dass wir da nicht in ein Streitgespräch hinkommen oder in eine Streitargumentation, sondern eher herausgründen, warum vielleicht das eine vorteilhafter ist als das andere. Und warum das gewisse Kulturen oder warum das auch eine Kremation in den letzten Jahren fast zu einer 50-50 oder in gewissen Gebieten ist es fast das Normale oder in vielen Städten oder Landesgebieten auch, wenn jemand stirbt, dann ist es Normale eine Kremation. Wenn man eine Erdbestattung will, dann muss man das explizit erwähnen. Also, bei vielen Bestattungen geht man nur von einer Kremation aus. Das muss man auch verstehen, dass man das, wenn man nichts sagt, aber die Chance sehr gross ist, dass eine Kremation einfach gemacht wird. Aber lass uns anschauen, was Feuerbestattung oder das Feuer und Verbrennung von Leichen, was das für ein Zeichen immer wieder war, auch in der Bibel. Und die Bibel hat immer wieder dort, wo Menschen verbrannt worden sind, beziehungsweise wo ihr Leichnam verbrannt worden ist, das sind immer wieder Beispiele, die wir natürlich in erster Linie im Alten Testament sehen, wo es Gericht war, wo es ein Urteil war, wo eine Ausführung von einem Gericht auch war. Gottes Gericht über den betroffenen Mensch. Und ist Verbrennung auch von einer Leiche.
1. Moses, zum Beispiel 1. Mose Kapitel 19. Vers 24 bis 25. Und da haben wir ja die Begebenheit von Lot und seiner Frau, wo Gott ihr gesagt hat, geht, verlöhnt die Stadt, schnurstracks, schaut nicht zurück. Und sie haben nachher angehalten, also Lot, seine Frau, hat noch lange bleiben, bis dann schlussendlich die Engel gekommen sind und sie aus dieser Stadt rausgetrieben haben. Also sie sind dort nicht sehr folgsam gewesen oder haben keinen Grund gesehen, warum sie jetzt die Stadt verlassen. Und da heißt es nachher im Vers, was habe ich gesagt, 24, da ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Haus aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Und dann sehen wir ja, dass alle Bewohner sind ja unter anderem eben durch das Feuer auch umgekommen. Es war ein Gericht, das über Sodom gekommen ist. Oder? Und ja, somit sehen wir in vielen verschiedenen Beispielen, wir können jetzt einige Bibelstellen anschauen. Und natürlich sind das in erster Linie alttestamentliche Bibelstellen, weil ja dort dann auch vor allem die Sachen vorkommen vom Gericht. 3. Mose zum Beispiel, Kapitel 10. Im Neuen Testament haben wir ja ein neues Zeitalter von der Gemeinde, von der Gnade. Und nicht mehr vom Gesetz und vom Tod, weil das Gesetz bringt immer den Tod hervor, oder? Das Brechen vom Gesetz ist unmittelbar nach einem Gericht, das den Tod nachzieht. 3. Mose, Kapitel 10, Vers 2, da heißt: Da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn. So, da ist Nadabs und Abius, wo sie da eigenmächtig Opfer gebracht haben, das Urteil war, dass sie verzehrt worden sind, dass sie durchs Feuer gestorben sind und verbrannt sind. 4. Mose, Kapitel 11, ist eine andere Stelle und es gibt noch viele, viele andere Stellen. Ich lese jetzt nicht alle, vielleicht da noch 4. Mose 11 und Vers 1. Und es geschah, als das Volk sich Klagen erging, da war es böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da erglühte sein Zorn und ein Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Rand des Lagers. Und da sehen wir wieder dort, wo sie dermaßen hochnäsig zu Moses gegangen sind und sich beklagt haben, Mann, wir haben etwas anderes auf dem Menüplan und sie Fleisch wollen, sie Fleisch bekommen haben und so weiter. Aber schlussendlich, das Begehren nach Fleisch ist unter anderem eben auch ein Aufbegehren gegen Gott gewesen und gegen seine Versorgung, sodass sein Zorn erglühte und Feuer sie verbrannt hat. Das Feuer fraß am Rand des Lagers. Kapitel 16 zum Beispiel, dort haben wir viele so verschiedene einzelne Beispiele. Und einfach, dass man sieht, dort wo Menschen mit dem Feuer verzehrt worden sind, dort wo Menschen durchs Feuer umgekommen sind, ist in der Bibel immer wieder ein Zeichen gewesen für das Gericht. Ein Gericht, das Gott gebracht hat über die einzelnen Menschen oder manchmal so eine Gruppe gewesen. Dann Vers 35. Und Feuer ging aus von dem Herrn und fraß die 250 Männer, die das Räucherwerk dargebracht hatten. Das sind die Söhne Koras gewesen, oder die berühmte Geschichte von den Söhnen Koras. 250 Nasen, die durchs Feuer umgekommen sind. Und so gibt es verschiedene andere Stellen, im Jesaja oder im Josua 7,25, im 1. Samuel 31, Vers 12, 2. Könige 23, Vers 15 bis 20, oder auch, wir können es noch im
den 2. Petrus noch schauen. 2. Petrus, Kapitel 3. Vers 7. 2. Petrus 3, Vers 7. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und da sehen wir, Feuer schlussendlich wird, ist ein Teil vom Gericht. Auch der Feuersee und dass auch die Erde schlussendlich durchs Feuer gerichtet wird, ist ein Teil vom Gericht, oder? Dass man das immer wieder sehen, das Prinzip. Und darum kann man auch davon ein bisschen ausgehen, dass wenn man sagt, eine christliche Bestattung ist vielleicht in erster Linie eben nicht eine Feuerbestattung, rein vielleicht aus einem von diesen Gründen, weil eben das Feuer ein Gericht ist. Und man sich vielleicht mit dem nicht eins machen will. Und natürlich kann man sagen, hat man viele andere Argumente, dass man sagt, ja, es ist ja viel eben platzsparender, es ist vielleicht sogar hygienischer oder was es für alle die verschiedenen Gründe gibt, wo man ja auch hat für eine Kremation, wo für eine Kremation reden dient. Aber Feuer ist in der Bibel ist immer auch ein Zeichen von Gericht. Auch im Amos Kapitel 2 im Vers 1 heißt es auch, dass die Verbrennung der Gebeine vom König von Edom ist als eine Sünde angeschaut worden, dass man ihn verbrannt hat. Und natürlich haben wir die anderen Bibelstellen, wo es ja auch heisst, gerade in den heidnischen Völkern, den Völkern, die um Israel herum waren, wo Mammon dient hatten, wo dem, oder dem, wie heisst es, dem babylonischen Baal dient hatten, dort ist ja vielfach auch Kindsopfer sind gebracht worden. Und die sind oftmals sind die eben auch verbrannt worden. Also die sind zum Teil in glühige, in feurige Schalen reingelegt worden oder reingeworfen worden und so natürlich ihren Göttern geopfert worden. Und da hat es immer wieder Situationen gegeben, wo auch Israel von Gott abgefallen ist und so sehr abgefallen ist, dass sie sogar ihre eigenen Kinder eben auch wieder einen Baal geopfert haben, wo auch durchs Feuer gestorben sind, beziehungsweise eben durch die Opferung. Und auch das war etwas, was Gott gar nicht respektierlich angeschaut hat, sondern was immer ein Gräuel war, ein absoluter Gräuel. Und sicher auch verständlich. Das sehen wir im 5. Buch Mose, Kapitel 12, im Vers 31 zum Beispiel. 5. Buch Mose 12. Und natürlich kann man sagen, ja, wir machen ja das nicht, oder? Wenn jemand kremiert wird, dann heisst das nicht, dass wir die Leute einen Baal opfern tun. Aber von dort her, das sieht man, ist auch ein Ursprung vorhanden gewesen. Da heisst es im Vers 31, dem Herrn, deinem Gott, sollst du so etwas nicht antun. Denn alles, was dem Herrn ein Gräuel ist, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Denn sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. Und das sagt Gott, das ist ganz klar, das ist mir ein Gräuel, das will ich nicht. Oder? Und das gibt andere Bibelstellen, 2. Könige, Kapitel 16, Vers 3, zum Beispiel, 2. Könige 16, Vers 3, oder Kapitel 17, Vers 17, oder Kapitel 21, Vers 6, was auch um die Opferung geht, oder Hesekiel, Kapitel 20, Vers 31. Und was ihm eben das auch ein Gräuel ist. Und das war auch ein Ursprung gewesen, oder, wo in den heidnischen Kulturen, Religionen vorhanden war, dass sie eben diesen Götter an Menschen geopfert haben und sie denken, so können wir nachher die Götter ein bisschen sanfter stimmen, dass sie uns gegenüber gnädiger sind, wenn wir von unseren Kindern opfern tun. Was wir sicher auch sehen müssen, oder was Sachen sind, ja, das schüttelt einem, gell?
wenn man darüber nachdenkt, dass man überhaupt so etwas machen kann. Und auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass wir auch heutzutage mit der Abtreibung eigentlich genau das Gleiche machen. Dass das zur Gunst vom egoistischen, eigenen Ego-Gott manchmal sehr viel eben Millionen von Abtreibungen passieren und Menschen geopfert werden im Namen von ich kann selber bestimmen, was ich will machen. Und nicht um Leute zu verurteilen, die durch eine Abtreibung durchgegangen sind, überhaupt nicht. Auch da ist Gottes Vergebung und Gottes Blut gross und mächtig. Und seine Gnade ist da zum Vergehen und dass man einen neuen Start machen kann. Aber das ist nicht der Wille vom Herrn, dass man das einfach auch versteht. Und da wird vieles auch gemacht, wo unter dem Namen von legitim und wir dürfen ja, es ist legal und so weiter und so fort. Und relativ viele Frauen leiden auch nach einer Abtreibung und unter dem und haben Schuldgefühl und so weiter. Also es ist mit einer Abtreibung ist nicht einfach passiert, sondern oftmals zieht das noch viele andere psychische Sachen mit sich. Der Mensch ist ein Abbild von Gott. Er ist geschaffen worden nach dem Eigentum oder nach dem eigenen Bild von Gott selber. Und Gott hat ihn geschaffen gehabt und er hat ihn geschaffen, wie wir es verstehen, wie wir das auch von der Bibel her verstehen, als Geist mit einer Seele, wo Wille, Verständnis, Verstand und Emotionen vorhanden sind, aber auch mit einem Körper. Und der Körper ist auch etwas, wo Gott geschaffen hat. Das müssen wir verstehen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich habe das letzte Mal auch angesprochen, als wir über die Auferstehung geredet haben, dass es eben, und ich sage, gerade am Anfang habe ich es auch gesagt, dass im Gnostizismus und in gewissen Religionen geht man davon aus, dass das Körper, und zum Teil ist das eben auch in Kirchen, und in die Doktrin der Kirche nie kommen, dass alles, was körperlich ist, alles, was mit dem Körper zu tun hat, ist sowieso Dreck, ist Sünde, ist grusig, ist weh, macht man nicht. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass viele Christen bis zum heutigen Tag immer noch Probleme haben mit ihrem eigenen Körper oder wie sie geschaffen sind, oder dass sie sich selber annehmen können. Gott hat jeden Mensch einzigartig gemacht und einzigartig schön gemacht. Auch wenn er anders ist, aber jeder Mensch ist gemäss dem Wort Gottes einzigartig gemacht worden. Und für jeden einzelnen Mensch hat Gott einen Plan. Aber wie viele Christen, insbesondere Christen, haben mit ihrem Bewusstsein, mit ihrem Körperbewusstsein, Problem. Wie viel wird da mit der ganzen, weiß ich nicht was, ob das nur das Fernsehen ist, aber mit diesen Schönheitsschauen oder mit dem Schönheitsideal, das man überall sieht, wenn man sich mit dem vergleicht, dann müssen wir ja sagen, das sind wir alle Grusigkeiten. Oder ich kann das vielleicht nur von mir sagen. Dann entspreche ich überhaupt nicht dem, oder? Heißt das jetzt, dass ich mich verdammen muss? Heißt das jetzt, dass ich mich schlecht fühlen muss und dass mein Körper schlecht ist und so weiter und so fort? Nein, überhaupt nicht. Aber das ist etwas, was viele Menschen, insbesondere auch Christen, mit sich das Leben lang umtragen. Und Mühe haben. So durchs ganze Leben durchgehen. Aber Gott hat den Körper geschaffen. Gott hat den Körper auch geschaffen für etwas Gutes. Er hat dem Körper auch einen Appetit gegeben, hat dem Körper auch eine Sexualität gegeben, wo auch Gott und auch das Wort Gottes als etwas Positives, als etwas Gutes anschauen tut. Nicht als etwas Negatives. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und trotzdem ist irgendwie passiert, dass durch Lehre, durch vielleicht auch falsche Lehre, durch vielleicht auch Machenschaft von der Kirche, so ein negativer Einfluss reingekommen ist. Oder?
auch über das Körperliche, über das Verständnis von Körper. Aber Gott hat den Menschen auch als Körper geschaffen. Das ist ein Teil davon. Der ist noch nicht vollendet. Aber wie wir es auch gehört haben, jetzt auch in der Konferenz, wie es auch der Stefan sehr gut gesagt hat, du bist der Tempel. Wie es auch der Dan sehr gut vorgebracht hat vom Wort Gottes. Im Alten Testament ist eine Stiftshütte, ist ein Zelt erfüllt worden mit der Herrlichkeit. Ist das Tempel vom Salomo ist erfüllt worden mit der Herrlichkeit. Aber jetzt bist du der Tempel. Und mit dem Tempel, der Paulus sagt dir das auch immer wieder, wisst ihr nicht, dass euer Körper, nicht euer Geist, euer Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Und wenn man das sieht, auch dass der Körper etwas ist, was Gott geschaffen hat, und durch den Sündenfall ist er sterblich geworden, aber durch die Auferstehung und durch die Lehre von der Auferstehung wissen wir, dass der Körper verwandelt wird und wird Unsterblichkeit anziehen. Wie das wird passieren, das ist sein Problem, das ist nicht unser Problem, das müssen wir nicht unbedingt verstehen, sondern dass wir die Hoffnung haben und das können glauben. Aber dass wir sehen, einfach auch vom Körperlichen her, dass Gott hat Körper geschaffen hat und Gott wird den Körper auch verwandeln in Unsterblichkeit, dass dem gegenüber auch Ehre gegeben werden kann, auch in einer Erdbestattung. Wenn man in das glauben tut, insbesondere, dass der Körper, der gestorben ist, abgeleitet wird, aber dass er durch Gottes Kraft wieder wird auferstehen, zu einem unsterblichen Körper. Und das ist etwas, wo eine Kremation und auch die Lehre von der Kremation und die Lehre von der Aufklärung und vom Gnostizismus natürlich sehr stark trainiert ist. Und in den 1700 und 1800 auch die Aufklärung so wie ein Boom angefangen hat für Kremation. Das sind Leute, nicht an Gott geglaubt haben. Das sind Leute, die nicht an eine Auferstehung geglaubt haben. Das sind Leute, die gedacht haben, ja, der Körper, wenn du gestorben bist, weg damit, oder? Da gibt es keine Auferstehung. Lass uns das verbrennen, dann ist es beseitigt. Und ist natürlich auf der anderen Seite, wenn wir es so anschauen, auch eine Ohrfeige gewesen gegenüber dem Christentum. Dass man ihnen so hat eins wollen auswischen. Es ist interessant, wie Kremation entstanden ist und ein bisschen Geschichte auch verfolgen kann davon. Aber wie wir auch gelesen haben, auch 1. Korinther Kapitel 6, Vers 12 bis 20, was heisst das? Eben, dass der Körper Geist ist, dass der Körper verwandelt wird, auch in einen unsterblichen Körper, dass er der Tempel ist, dass wir Glieder sind von Christus, dass wir ein Leib sind. Das ist das Wort, das Gott immer wieder braucht im Neuen Testament. Wenn er Gemeinde beschreibt er den Leib Christi, der Leib Christi. Oder? Und da sind wir davon, sind wir Teil davon. Und da geht Gott nicht davon aus, dass wir den Leib in erster Linie sollen verbrennen. Sondern dass man dem auch Wertschätzung gibt, wenn eben der Leib in die Erde gelegt wird und aus der Erde raus wieder kann auferstehen. Dass es eben eine leibliche Auferstehung gibt. Oder? Und ich glaube, eine Erdbestattung tut das viel mehr unterschreiben oder bezeugen, dass wir eben an eine liebliche Auferstehung glauben tun, als wenn die Asche irgendwann ins Uhe rausgeworfen wird oder was immer das gemacht wird. Oder? Und damit wiederum, ich verurteile niemanden, der kremiert ist oder kremiert worden ist, also die gehören mir sowieso nicht mehr. Oder auch wenn jemand wette, sich kremieren lassen, auch da verurteile ich niemanden. Das ist in erster Linie ist das nicht eine Frage der Heilsgewissheit, sondern ist vielleicht aus verschiedenen Beweggründen hat sich jemand dazu entschieden gehabt. Aber ich glaube, wenn man auch gewisse Gründe sieht oder gewisse sich Gedanken macht, dann kann man vielleicht auch zu Erfolg kommen und sagen, ich möchte mich lieber erdbestatten lassen, was ich persönlich als
den eher richtigeren Weg würde beurteilen als den Weg von der Kremation. Aber ich habe beides schon gemacht, ich habe Bestattungen gemacht, ich habe Urnenbeisetzungen gemacht und ich habe auch schon, wie ich gesagt habe, auch schon Beisetzung in einem Wald, an einem Baum gemacht. Aber mir ist die Bestattung ist mir das, was mir selber, nicht nur für mich selber, sondern auch von meiner Überzeugung her, wenn ich das Wort kenne, das ist, was mir am nächsten ist, am wohlsten ist, was ich am meisten drinnen sehe. Lass uns mal Apostelgeschichte Kapitel 2 aufschlagen. Apostelgeschichte 2. Und das ist ein Ausschnitt aus der Predigt von Petrus, den er an Pfingsten hatte. Das haben wir ja vorgestern gerade gefeiert. Und er sagt da, Vers 25, Apostelgeschichte 2, Vers 25, denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn allezeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sieht. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Da sehen wir auch, wie er auch der Liebe auch anspricht, oder? Der Lieb wird, mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Oder? Dass mein Fleisch oder mein Körper wird in Hoffnung ruhen. Dass das nicht in erster Linie auf Aschen oder auf Partikel oder auf Molekül auseinandergezogen ist, sondern eben als Fleisch, als Körper. Im Kapitel 13 zum Beispiel. Vers 35 zum Beispiel. Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sieht. Und natürlich ist das auch wieder eine Anspielung und eine Prophezeiung auf Jesus hin, wo gestorben ist und 3 Tage tot war und auch sein Körper 3 Tage tot war und in dem Sinne eben die Verwesung oder der Verwesungsprozess noch nicht eingesetzt hat und er von den Toten auferstanden ist. Aber dort ist auch der Leib ist angesprochen, oder? Der ganze, der gesamthafte Leib. Und das, was David sagt, darum freut sich mein Herz. Meine Seele frohlockt. Und dass wir sehen, dass gerade die Antworten, die der Paulus im 1. Korinther Kapitel 15 gibt, gibt er ja insbesondere, weil eben Leute gekommen sind und gesagt haben, ja, du verstehst, gibt es gar nicht. Oder wenn es eine gibt, dann ist sie schon mal passiert. Also dann haben die es verpasst, sie haben nichts mehr mit dem zu tun. Und gerade wegen dem macht ja Paulus im Kapitel 15, macht er die Anspielungen, oder? Und lehrt er darüber. Und wir haben ja gelesen, wie es am Anfang heisst, dass eben auch ein natürlicher Leib wird gesagt und ein geistlicher Leib wird wieder hervorkommen, oder? Dass wir das auch sehen. Also es gibt eine liebliche Auferstehung und natürlich Leute, die nicht an eine liebliche Auferstehung glauben, das sind eher die, die tendenziell zu einer Kremation tendieren, weil es eben für sie die Auferstehung oder der Leib an und für sich nachher gar keinen Wert mehr hat. Und das heisst nicht, dass wenn Leute verbrannt worden sind, ob es das durch eine Kremation ist oder durch einen Unfall oder was auch immer, dass Gott so eine Person nicht auferwecken kann. Natürlich
für Gott ist das immer möglich, egal was. Oder? Und wir müssen uns für das vielleicht auch nicht vorstellen, dass Gott jedes Molekül von unserem Körper wieder nimmt und das irgendwie zusammenschaffen tut. Weil die Zellen, die tun sich ja, glaube ich, so viel ich weiss, alle 100 Tage tut sich eine Zelle erneuern, oder? In unserem Körper. Also, wenn wir 80 Jahre alt werden, dann in einem Jahr tun sich die Zellen dreimal erneuern. Dann 80 mal 3, das sind, gibt es 240 Zellen vom Thomas, oder? Wenn ich 80 bin. Und welche Zellen nimmt er denn jetzt? Alle von diesen 240 Körperschaften oder von diesen Zellen, die sich erneuert haben, oder nur so viel, wie er braucht. Und was macht er mit dem Rest? Also, dort können wir nicht davon ausgehen, dass jede Zelle gebraucht wird in dem Sinn. Oder jedes Molekül, das mal vorhanden war. Sondern lass das Gott sein Problem sein. Er wird uns aufwecken zu einem neuen Leib, mit einem neuen Leib. Und er wird das machen. Ja. Genau, ja. Also die Erneuerung ist sicher etwas Wichtiges. Und eben auch die Lehre, dass wir an eine Auferstehung glauben. Wenn man die Geschichte ein bisschen anschaut, auch von der Kremation, dann sieht man auch, dass bei den Römern, die Römer haben angefangen, haben beides gemacht, Erdbestattungen, wie auch Leichenverbrennungen. Ist beides vorhanden gewesen. Die Verbrennung von Leichen ist vor allem in vornehmeren Kreisen vorhanden gewesen. Man hat das hinter dort praktiziert. Und die Tendenz ist erst zu einer Wende gekommen, wo im 4. Jahrhundert das Christentum eine breitere Anerkennung auch bekommen hat. Auch die Kelten, Germanen, haben ihre Leichen verbrannt. Das ist dort gängig gewesen. Was sie nachher den christlichen Glauben angenommen haben, sind sie nachher auch zu einer Erdbestattung übergekommen. Ich kann mir vorstellen, dass sie dann auch ein Stück weit eher gezwungen worden sind da dazu. Wenn du Christen geworden sind und viele Kreuzzüge und Bekehrungszüge sind ja auch mit dem Schwert gemacht worden, dann hat es einfach das nicht mehr gegeben. Aber so ist nachher auch eher eine Erdbestattung auch unter den Germanen, Kelten, die christianisiert worden sind, nachher zum Normalen geworden. Im Jahr 785 nach Christus hat es ein Edikt gegeben zu Paderborn. Und dort hat Karl der Große, der damals über weite Teile oder den grössten Teil von Europa, auch die Schweiz, geherrscht hatte, hat er nur noch die Erdbestattung zugelassen. Also 785 nach Christus ist ein Edikt erlassen worden, wo die Leichenverbrennung nicht mehr erlaubt worden ist. Auch nicht mehr, ja, wo man nicht mehr dürfen machen. Man sieht nachher aber auch, dass es gleich immer wieder Verbrennungen gegeben hat. Die Einäscherung ist insbesondere ist auch immer wieder gebraucht worden, dort wo eben Sachen gerichtlich gemacht worden sind. Der John Huss war ja einer der frühen Reformatoren, der geflüchtet ist, der nachher schlussendlich in Konstanz auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden ist. Also Kille hat ihn dort verurteilt, die katholische Kirche hat ihn verurteilt, hat ihn dort verbrannt. Und zur Strafe ist natürlich so eine Person nicht erdbestattet worden, sondern erst recht kremiert worden oder verbrannt worden, um eben wiederum eigentlich eins auszuwischen, weil das nicht, oder in ihren Augen nicht biblisch ist, sondern eine Strafe Gottes. Oder John Wycliffe, der die erste Bibel ins Englische übersetzt hat, wo man heutzutage die Wycliffe-Organisation immer noch tätig ist, wo Bibeln übersetzen tut, die fremde Sprache. Auch er ist am Scheiterhaufen schlussendlich. Also er ist gestorben, ist erbestattet worden und man hat ihn später raus, um ihn eben die Erde zu entziehen, hat man die Überbleibsel hat man noch verbrannt.
um auch wieder eins auszuwischen. Oder? Und natürlich, nachher, wenn man sieht, auch, der, auch mehr Türen sind oftmals sind verbrannt worden, aus dem selben Grund, oder? Dass sie im katholischen Gedankengut, dass sie eben nachher so nicht können in den Himmel kommen können. Und dass das verkehrt ist. Die Aufklärung, die passiert ist, auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts, da hat es vor allem auch atheistische Freidenker gegeben, die natürlich die Feuerbestattung bewusst vom Christentum wollten abgrenzen. Und so ist nachher auch sind erste Krematorien nachher gebaut worden. Und ist noch interessant, ist das auch ein. Wir kennen alle die Grimms-Märchen, oder? Die Gebrüder Grimm, einer von diesen Brüdern, der Jakob Grimm, war einer von den beiden Herausgeber von dieser Märli-Sammlung von Gebrüder Grimm. Der hat am 29. November 1849 unter dem Titel «Über das Verbrennen der Leichen» eine bahnbrechende Vorlesung in Berlin gehabt. Also das war offensichtlich auch ein Freidenker, offensichtlich auch ein Atheist und hat Vorlesungen gemacht, um eben das Verbrennen von Leichen können, voranzutreiben. Das ist einfach der Ursprung, wie Kremation nachher gekommen ist. Ist aus einem Freidenker Gedankengut gekommen, aus der Aufklärung heraus ist es gekommen, aus dem Gedankengut vom Atheismus ist Kremation kommen. Es war noch ein paar Jahrzehnte durch, bis ein Krematorium gebaut worden ist. Aber es hat dann Friedrich Siemens hat im 1874 das erste Krematorium gebaut. Einwandfrei funktioniert hat, als Ofen, wo man Leichen verbrannt hat. Das Grundprinzip darin bestand, dass der tote Körper nicht direkt in einem Feuer auszusetzen, sondern in einer überhitzten Luft, durch überhitzte Luft in Brand zu setzen. Und wenn man das nachher vergleicht, wir waren gerade in Auschwitz gewesen, haben das KZ oder das Überbleibsel von KZ Auschwitz und Birkenau angeschaut. Die Krematorien, wo Millionen von Juden und andere Leute umgekommen sind. Wenn man sieht, was für ein Gedankengut das eben Atheismus hat, das Freidenkertum, wo man vielleicht sagen, ja, aber was hat das mit unserem Krematorium zu tun? Vielleicht gar nichts. Oder ist jetzt meine Großmutter, oder sonst jemand, der sich kremieren lässt, sind es das Freidenken, wie sie das machen? Nein, das denke ich nicht in erster Linie. Aber man muss sich bewusst sein, das kommt aus dem Gedanken gut raus. Oder? Und wie sie mit der Kremation auch, Vergasung zuerst und nachher Kremierung, wie sie dort Millionen von Leuten einfach um den Eck gebracht haben. Dann, ja, kann man da schon sehen, dass das das Teufelswerk ist, oder? Das erste Krematorium ist 1878 im deutschen Gotha eröffnet worden. Dann hat man eins in Mailand eröffnet. Das ist nur stundlich in dem italienischen Mailand. Das ist ein zweites Krematorium entstanden. Das dritte Krematorium, das es auf dieser Welt oder von Europa entstand, 1889 in Zürich. Der erste Prominente, der sich dort hat kremieren lassen, war niemand anders als der Dichter, Politiker Gottfried Keller. Wow. Also der, der bekannte Werke wie der Grüne Heinrich, die Leute von Seldwyla und so weiter geschrieben hatte. Wo sicherlich auch ein Bekenntnis war, eben zu ihrem Freidenkertum, oder erst recht. Dann ist auch noch interessant, das zweite Krematorium, das in Zürich entstanden ist,
wo nachher gebaut worden ist 1915, auf dem Giebel des zweiten Zürcher Krematoriums, das 1915 eingeweiht wurde, war zu lesen: Flamme, löse das Vergängliche auf, befreit ist das Unsterbliche. Das sind auch Gedanken, nicht wo daraus entstehen eigentlich, sondern aus dem Freidenkertum, aus dem Atheismus. Und natürlich ist die Situation heutzutage ganz etwas anders, dass wir auch, ja, vielleicht auch von den Friedhöfen und eben von Begräbnissen und Hygiene und Wasser und manchmal auch von der Krankheit oder Medikamenten, die jemand hatte, manchmal auch eine Erdbestattung oder je nachdem, das eine oder das andere gar nicht möglich ist. Und man eben auch gewisse Personen muss kremieren. Da gibt es nicht einfach für mich die Antwort, das eine ist absolut richtig und das andere ist absolut falsch. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen nachschaut und auch Tendenz sieht, oder eben wie eine Kremation entstanden ist, oder wie die moderne Kremation eigentlich entstanden ist und was für ein Gedankengut dahinter ist. Und wenn man auf der anderen Seite sieht, dass wir im Ebenbild von Gott geschaffen sind, mit einem Körper, und dass Gott den Körper zur Erde zurückführen will und aus der Erde wieder auferstehen lassen, ist es, glaube ich, klar, welche Tendenz das eher die richtige ist. Aber wie gesagt, da muss jeder mit sich selber, muss sich da vielleicht auch vielleicht noch ein bisschen mehr befassen und so weiter und so fort. Vorteil von einer Erdbestattung finde ich auch, dass es nicht nur, manchmal muss man sich auch überlegen, was ist für die hinterblieben sind, was ist für sie einfacher. Und manchmal ist es sehr, oder lass mich so sagen, dass eine Erdbestattung in dem Sinn auch für Trauerarbeit sehr förderlich kann sein. Weil man hat einen Leichnam, man hat ein Ritual auch mit der Erdbestattung. Man kann Abschied nehmen von einer Person. Man kann eine Person aufbauen. Natürlich kann man das auch mit einer Person, die nachher kremiert wird. Aber man hat einen Sarg. Man kann einen Sarg tragen. Man kann ihn tragen. Man kann ihn runterlassen ins Grab. Man kann ihn zurückgeben zur Erde. Man kann ihn bestreuen mit Erde. Man kann zum Sarg hinzutreten, was man im Krematorium nur bedingt kann. Und es gibt auch einfach, ja, die Möglichkeit, wo man nachher auch weiss, da ist der Verstorbene, da liegt er, oder? Da ist sein Leichnam ist da beigesetzt worden. Das ist für die Erdbestattung, von dort her, hat sicher einen Vorteil gegenüber den Hinterbliebenen. Förderlich für die Trauerarbeit, einfacher. Natürlich gibt es vielleicht Menschen, die sich da vielleicht weniger Sorgen drüber und sagen, mir ist doch das gleich. Weg ist weg, oder? Gestorben ist gestorben, morgen kommt ein anderer Tag. Aber es sind nicht alle Leute so, oder? Es gibt auch immer, man muss auch davon ausgehen, dass vielleicht auch Kinder da sind, die dabei sind, oder? Und Abschied nehmen, oder Enkelkind, oder Großenkelkind und so weiter und so fort. Und es gibt auch weiter raus, nachher später raus, auch mit einer Grabpflege, mit einem Hinkommen, wo Leute begraben sind, ist es etwas, wo beruhigen tut, wo einem Sicherheit gibt, wo viel stärker vorhanden ist, als dort, wo einfach ein Urnengrab oder ein Asche verstreut ist und eigentlich gar nichts mehr um ist. Aber natürlich, klar gibt es auch die Leute, die eine Urne einfach heimnehmen und sie daheim lassen. Das ist auch die Möglichkeit, oder? Aber auch einfach ein Grab können besuchen von einem Verstorbenen ist auch ein Teil von Trauerverarbeitung und ist auch etwas, was man pflegen kann und wo man auch ein Ritual daraus machen kann, wo im Verarbeiten von Trauer und all dem sicher förderlich ist. Im Gegensatz zu anderen Sachen.
Aber wie gesagt, ich werde mich da nicht festlegen, dass nur das eine oder das andere richtig ist. Wenn mich jemand will fragen will, was soll ich machen, würde ich sagen, lass dich nach Erden bestatten. Ja, aber das kostet doch viel mehr. Ja, das mag schon sein, das stimmt. Grundsätzlich kostet das, glaube ich, mehr als eine Kremation. Das stimmt, das ist ja so. Das kann ein Argument sein, aber ich glaube, das soll nicht unbedingt ein Argument sein, dass man es wegen dem nicht macht. Sondern es ist auch eine Überzeugung auch von Glauben, oder? Insbesondere, wo wir können sagen, so wie Abraham oder wie andere ihre Leichname oder die Leichname von ihren Verstorbenen in eine Gruft, in ein Grab gelegt haben, dass wir das auch machen. Verbrennung, wie gesagt, ist auch immer wieder auch von der Bibel her auch eine Todesstrafe gewesen. Also es ist nicht nur ein Gericht gewesen, es ist Verbrennung ist auch wenn jemand Hurerei betrieben hat, ist unter anderem Todesstrafe gewesen durch Verbrennung, schlussendlich. Bei Unzucht, Hurerei ist das so unter anderem gewesen. Bei Diebstahl, im Josua Kapitel 7, Vers 25, Achan, Diebstahlbestrafung ist schlussendlich auch durch Verbrennung gewesen. Aber dass man sehen, wir sind ja in erster Linie nicht im Alten Testament. Amen. Sondern wir leben im Neuen Testament. Dort ist Gnade und ist Freiheit vorhanden. Aber wie gesagt, Paulus hat gesagt, alles ist erlaubt, aber alles geziemt sich nicht, oder? Und manchmal ist es halt, kann auch etwas wachsen oder kann etwas verändern. Eine Überzeugung kann auch verändern. Wenn man sieht, ich habe jetzt auch, als ich das Thema ein bisschen angeschaut habe, die ganze Ursprungssache vom Freidenkertum und vom Atheismus, habe ich noch nie so gesehen, wie das zusammenhängen tut, auch mit der Kremation, oder? Wo für mich als überzeugter Christ viel mehr als Argument ist, dann werde ich das eigentlich nicht machen, oder? Weil ich nicht überzeugt bin von dem Atheismus, sondern weil ich an einen Gott glauben und weil ich insbesondere auch an eine Auferstehung und an eine leibliche Auferstehung glauben tue, oder? Dass wir auch in einem Leib auferstehen. Aber das heisst wiederum, das heisst nicht, dass wenn jemand verbrannt ist, wenn jemand kremiert ist, dass Gott so eine Person nicht kann auferstehen. Viel wichtiger ist die Antwort oder die Frage, wo dass wir unser Leben verbringen tun, die Ewigkeit. Das ist viel die zentralere Frage, als wie wir unser Begräbnis gestalten. Das sicher. Aber ich glaube, dort gibt es ja auch immer Möglichkeiten, wo man sich informieren kann. Es gibt auch viele Webseiten, wo man sich da damit kann beschäftigen kann. Oder es gibt auch Möglichkeiten, dass man das eben auch wünschen tut, beziehungsweise, dass man es festlegen kann. Dass man es in einer Patientenverfügung oder in anderen Verfügungen kann festlegen kann, was man wünscht, was man möchte, dass nicht einfach nachher gemacht wird. Vielfach ist es ja so, im Kanton Solothurn zum Beispiel, wenn sich die Angehörigen an einem Begräbnis nicht annehmen, dann übernimmt das einfach der Staat und dann wird einfach kremiert, wird ein Begräbnis gemacht, es ist in ein Gemeinschaftsgrab, aber die Rechnung wird nachher. Wenn es Überbleibende hat, können wir die über. Und das ist oftmals ist das die größere Rechnung, als wenn man es selber würde in die Hand nehmen. Und du bist ja auch auf der Kanzlei tätig, du weißt ja vielleicht manchmal auch, wie das. Genau, ja. Ja, das ist so Sache. Aber einfach, weil manchmal gibt es natürlich auch keine Hinterbliebenen, das ist auch. Auch so, dass manchmal kein Kind, keine Hinterbliebene oder Überlebende rum sind. Und dann kommt der Staat zum Zug und er macht dort keine Erbestattung, der macht grundsätzlich Kremationen. Mal gut, so wie das. Sind noch Fragen rum?
Also irgendjemand verscharen? Nein. Ja, ja. Ja, ja, ja. Genau. So wird, oftmals ist ja auch der Friedhof getrennt vom Chile oder hat hinter mit der Gemeinde zu tun. Und ja, es hat vielleicht einen anderen Preis, denn das stimmt, je nachdem, hat jemand, wo der Landeskirchen ist, der bessere oder der günstigere Preis oder so. Es gibt aber auch Friedhöfe oder Städte, wo ihre Bürger den Friedhofplatz gratis ist. Das ist von Kanton zu Kanton ist das verschieden, ist auch zum Teil von Gemeinde zu Gemeinde verschieden, wie das gehandhabt wird. Buswil hat zum Beispiel kein Friedhof, sondern die haben mit dem Melchner zusammen in der Gemeinde einen Friedhof. Schlag, oder? Aber grundsätzlich ja, muss man, wenn man Erbestattung machen will, auch ein Friedhofplatz, ein Grabplatz muss zur Verfügung stehen und wird grundsätzlich auch von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Ja, im Kanton, eben das ist, kantonal ist das auch geregelt, das ist nicht überall genau gleich. Da muss man sich immer wieder orientieren, weil es nicht überall eben das gleiche Gesetzgebung gegeben ist. Oder? Und zum Teil heisst das, dass man in Flussgewässer oder in stehenden Gewässer, dass man, das ist manchmal auch so eine Regelung, dass man in stehenden Gewässer, also Seen, Teiche, dass man da keine Asche rein tun und hinter in Flussgewässer. Aber auch wenn das verboten ist, in gewissen Bereichen wird das immer wieder genau gleich gemacht. Oder? Und, genau. Ja. Ja, von einem kirchlichen Begräbnis. Und das heisst halt, dass eben der Pfarrer an dem Begräbnis anwesend wird. Also der Pfarrer ist dann nicht verpflichtet, an dein Grab zu kommen und ein Begräbnis oder ein Gebet oder so zu sprechen. Naja. Samuel. Ja. Aber eben, der ist ein freikirchlicher Pfarrer oder Prediger, ist dann die Abdankung halten. Ja, dann müsstest du einfach zahlen und den Organist zusätzlich zahlen und auch anfragen. Und dann können sie immer noch sagen, wir gehen sie oder wir gehen sie nicht. Oder? Grundsätzlich habe ich jetzt nie ein Problem gesehen, dass die Kirche dort nicht zu einem entgegenkommt. Genau. Ja. Dort geht auch dort ein sehr grosser Weg. Also sie macht einen sehr, spannt einen sehr grossen Bogen, oder? Wo wir vielleicht als Freikirchler weniger den Bogen würden spannen, wie sie ihn spannen. Aber dort haben sie, denke ich, hat auch die Kirche eine sehr wichtige Aufgabe auch in unserer Gesellschaft, absolut. Gerade etwas für viele Leute, ob es um Hochzeit, um Taufe, um Begräbnis geht, wo die grundsätzlich Kasualien, wie man sagt, aus der Kirche, wo ein wichtiger Bestandteil ist für viele Leute, obwohl sie keine Kirchengänger sind oder obwohl das vielleicht die einzigen paar Mal sind, wo sie in die Kirche gehen, aber das ist ihnen wichtig, dass sie da kirchliche Segen bekommen.
Wie gesagt, auch Leute, die ja aus dem Esoterischen oder in verschiedenen, weiss ich, Möglichkeiten von Glaubensrichtungen, da gibt es all den Gucker für Möglichkeiten und auch Zeremonien von Begräbnis oder von Abdankungen, wo halt sehr modern oder sehr humanistisch geprägt sind oder esoterisch geprägt sind. Also dort ist ja oftmals ist die Kirche dort sehr offen für viele Sachen. Aber es ist natürlich auch so, auch in Irland, wo wir gsi sind, dort ist es aus dem katholischen Glauben heraus, wenn du in der Kirche begraben bist, dann hast du einen direkten Weg in den Himmel, so zu sprechen, oder? Und das sind ja viele Ruinen, die dort noch rum sind. Kirchliche Ruinen und Klöster und so weiter. Und das haben wir vielfach gesehen, wie es vergittert war und das Schild dran gestanden ist, dass man da niemanden begraben darf, oder? Weil der Ir, wo ja auch so ein Urkatholik ist, oder es nichts anderes gibt, außer die katholischen Kirchen, oder? Die, aus ihrem Verständnis, also wenn man in der Kirche drin, und wenn es eine Ruine ist, in der Kirche drin begraben ist, dann kommt man nicht hin. Und da hat es offensichtlich hat's dort eben ein bisschen Wildwuchs gegeben in einer gewissen Zeit, wo man einfach die Leute ganz wild in diesen Ruinen, in der Kirche oder ehemaligen Kirche begraben hat. Aber sicher ein wichtiges Thema, wo man sich kann damit ein Stück weit befassen und Erbbestattung oder Kremation. Und es gibt sicher für beide Sachen gibt's Argumente. Und rein vom biblischen her würde ich sagen, dass eine Erbbestattung wirklich viel mehr Fundament und Hinweise auf dem Wort Gottes gibt, dass das tendenziell der richtige Weg ist. Wie gesagt, Feuer ist immer ein Zeichen vom Gericht gewesen, ein Urteil. Und vor allem auch die Entstehung von der Kremation, wie das nachher aus dem Gedankengut vom Humanismus, vom Atheismus und vom Freidenkertum hervorgebracht worden ist. Ja, weil einfach halt der Leib wird schon wird verändert, oder? Und das ist vielleicht halt auch eine Idee, vielleicht auch noch von der Einbalsamierung, oder? Erst recht, dass halt, das ist jetzt eine Praxis, wo man bei uns eigentlich gar nicht zum Zug kommt, oder? Wo vielleicht höchst selten gemacht wird, oder? Dass jemand einbalsamiert wird und man hört es von Prominenten, wo, oder Bischöfe und weiß ich nicht was, oder Politiker oder Königen und so Sachen. Dass so Personen nachher einbalsamiert werden oder in einem Mausoleum sind, wo man nachher noch jahrhundertelang den Leichnam kann anschauen kann, oder? Aber in der Bibel ist es ja, Jesus hat mich einbalsamiert, das ist schon eher eine Tendenz, die man damals auch gehabt hat, oder? Aber ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt mit so einer Einbalsamierung zurückkehren. Aber ich denke, es ist eine Überzeugung. Es ist wichtig, dass man sich vielleicht mit dem Thema mal beschäftigen tut. Oder dass, wenn man Leute kennt, wo sich für das interessieren, oder dass man auch miteinander darüber reden kann und vielleicht auch ein paar Argumente anschauen kann.
so kann zu einer Entscheidung kommen, oder? Und wie gesagt, auch, man kann auch eine Entscheidung kann man immer wieder kehren oder kann man immer wieder verändern oder neu sehen, oder? Aber es hilft dann vielleicht schon, wenn man ein paar Sachen sieht. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, ist niemand zu verurteilen, wenn jemand erlöst ist, ist er erlöst, auch wenn er kremiert wird, dann ist das nicht aller Dinge Ende, oder überhaupt nicht. Es ist sicher, es wird in dem Sinn biblisch zu Ende führen, dann würde ich sagen, aus meiner Tendenz, wie ich es sehe und meine Überzeugung ist, würde eine Erdbestattung wäre das Richtige. Okay, preis zum Herrn. Vater, wir danken dir für deine Güte und deine Treue. Wir danken dir einfach auch für dein Wort und wir danken dir insbesondere, dass du uns nicht nur in unserem Geist neu geschaffen hast, nicht nur unsere Seele, die wir erneuern können, sondern dass du auch einen Plan hast, dass unser Körper in einer neuen, unsterblichen Art und Weise auferstanden wird. Und Vater, wir geben dir auch dafür einfach auch hier. Und Vater, hilf uns einfach, dass wir das glauben können und dass wir das auch in unserem Glauben und in unserem Verhalten einfach auch festigen können. Und geben dir auch dafür. Danke, Herr, dass dort, wo wir auch im Gespräch sind mit anderen Menschen, dass wir ihnen das können auch aufzeigen und können sehen, ihnen weiterweisen, dass eine liebliche Auferstehung etwas ist, was es gibt für jeden Menschen. Ob er gläubig ist oder nicht gläubig ist. Jeder Mensch wird im Leib auch auferstehen. Die Frage ist einfach, ob zum ewigen Leben mit dir oder zur ewigen Verdammnis. Vor allem, wir danken dir, dass du uns Botschaft gegeben hast und dass wir das Wort haben und Kraft haben und die Ausrüstung vom Heiligen Geist, sodass wir mit diesen Menschen reden können, dass wir das Evangelium hören können und dass der Glaube gewirkt werden kann und dass die Güte Gottes sie zur Buße führen kann. Wir loben dich, preisen dich da dafür, auch für deinen Schutz und Begleitung am heutigen Abend, in dieser Nacht und in dieser Woche. In Jesu mächtigem Namen. Amen.